danke Ihnen für die Blumen. Sie haben selbstverständlich die Karte vernichtet. Das habe ich vergessen. Geben Sie her. Danke. Mademoiselle. Wie bitte? Hier sagt man Danke, Mademoiselle. Für mich gibt es keine Mademoiselle. Für mich sind Sie Agent Nummer 21. Mhm. Ja. Unser Chef wird Ihnen für heute Abend einen neuen Auftrag geben. Meine Teuerste, wie reizend, dass Sie für heute Abend doch noch Zeit haben. Ich habe mich einfach freigemacht. Das ist sehr liebenswürdig von Ihrer Ihre Einladung, war aber auch so schön. Mögen Sie Fotografien? Ja, sehr gerne. Ich habe sehr viele, die möchte ich Ihnen zeigen. Oh nein, nicht den Sinn, das hässliche Bild, das mag ich nicht. Und warum nicht? Es gibt keine hässlichen Bilder von Ihnen. Mögen Sie Tee? Es geht nicht. Warum geht's nicht? Ich kann die Taschen nicht vertauschen. Hat seine an der Lehne festgeschlossen. Und mitnehmen muss ich sie, um sie aufmachen zu können. Dann ist es ihm unmöglich, wenn er sie angeschlossen hat. Dann muss ich eben den ganzen Sessel mitschleppen. Was soll ich anders machen? Oh! Willst du mich heiraten in meinem nächsten Urlaub? Nein, Foster. Nein, Foster. Das ist für mich unmöglich. Ich schreib dir sofort. Schreibst du mir auch? Nein, bitte nicht schreiben. Morgen schreibe ich dir. Greta, ich fürchte, ich bereue nichts, was zwischen uns gewesen ist. Aber wenn es jetzt aus ist, bin ich nur froh, weil es noch Zeit ist. Wir müssen nun mal unglücklicherweise diesem harten Geschäft immer wieder mit Frauen arbeiten. Ich habe auch nichts dagegen, wenn man nicht vergisst, dass die Frauen sich bedeutend schneller verbrauchen.